Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Icewind Dale. So, in der letzten Folge waren wir das erste Mal im Tal der Schatten, sind jetzt voll bepackt mit Zeug zurückgekommen, müssen jetzt gucken, wie wir mit dem Zeug Geld machen. Also 10 von den Yeti-Pads müssen wir aufheben. Das ganze andere Zeug, was wir hier so gefunden haben, können wir verkaufen. Haben eine Torschlüssel. Ja, mit dem Dolch, da war was. Und wir bräuchten halt Pfeile. Was haben wir denn so als Edelstein? Den Ring mit Eitans Vermächtnis. Wie kann ich helfen? In Ordnung. Ob der was wert ist? Also erstmal Gewiss. verkaufen wir hier ein bisschen Tant. Obwohl, können wir mit ihm reden? Was sammelt ihr denn so? Ja, sehen, was ihr so verkauft. Also. Das Gnomenwerkzeug will er nicht, das brauchen wir wohl für was anderes. Gut. Yeti-Pelz will er uns auch keinen abkaufen. Hier könnten wir nichts verkaufen. Wir könnten den Torschlüssel verkaufen. Was ich allerdings auch nicht will. Eidans Ring verkaufen will ich auch nicht. In Ordnung. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal zu unserem Gnom hier oben, zu Oswald. Vielleicht kann der was mit den Werkzeugen anfangen. Sind ja immerhin Gnomenwerkzeuge und Oswald ist so. Oswald müsste ein Gnom sein oder ist ein Halbling? Mann, solche Sachen, über die man sich eigentlich während des Spiels kaum Gedanken macht und dann stellt man sich wirklich die Frage an solchen Stellen. Ich meine, Oswald ist einer der Charaktere, die ich schon sehr, sehr lange kenne, so lange wie ich Eis, wie es her ist, dass ich Icewind Dale das erste Mal gespielt habe, auch den zweiten Teil. In Ordnung. Und ich habe mich nie gefragt, ob er ein Gnom oder ein Halbling ist. Aber er scheint ein Gnom zu sein. Ich komme nicht umhin, den Holzkasten in eurem Rucksack zu bemerken. Darf ich einen näheren Blick drauf werfen? Bitte sehr. Es scheint eine Ansammlung von Gnomenwerkzeugen zu sein. Vielleicht ist etwas dabei, was ich zur Reparatur meines Luftschiffs verwenden könnte. Oh ja, seht euch das an. Wo habt ihr das hier gefunden? Es befand sich in einer Yeti-Höhle. Ja, ich glaube, das hier könnte mir sehr nützlich sein. Und ich nehme an, für Abenteurer ist es nur eine nutzlose Last. Für die Werkzeugkiste bin ich bereit, mich von einigen meiner besten Träger zu trennen. Ich glaube, die sind euch auf euren Reisen nützlicher als diese schimmlige Werkzeugkiste. Ich bin interessiert, aber um was für Tränke handelt es sich? Wie wäre es mit zwei Heiltränken, einem Unsichtbarkeitstrank und einem Heldentrank? Das klingt angemessen. Wir sind im Geschäft, Oswald. Ausgezeichnet. Und kann ich euch noch mit etwas anderem behilflich sein? Vielleicht etwas aus meinen Vorräten? Ja, Inventar voll. Klar, zeig mal, was du hast, Oswald. Also, er kauft auf jeden Fall Tränke. Das heißt, wir können das ranzige Gegengift verkaufen. Trank der Freiheit. Nee, brauchen wir auch nicht so unbedingt. Dann auch weg. So. Den Heldentrank kannst du ausrüsten. Heiltränke. Hast noch gar keine Heiltränke. Kriegst du die mal. Unsichtbarkeitstrank ist für dich. So. Dein Biff in Ordnung. Gut, wir haben Sofort. das Teil gegen Vorräte, gegen Tränke eingetauscht, die eigentlich auch recht viel wert sind.
Einverstanden. Cool, dann schön, euch wiederzusehen. Es freut mich, dass ich die. Was kann ich heute für euch tun? Ja, er kauft mir die Jedi-Pilze für 50 ab. Aber erstmal andere Sachen. Wie zum Beispiel der große Langbogen, den kann keiner von uns benutzen. Bastardschwerter sind auch was wert. Lederwams, Kampfstab. Also ja, was ist relativ, wenn man sich ansieht, was der Bogen wert gewesen ist. Langschwert, Morgenstern, Steuertags, so. Da, der Zweihänder ist 10 wert. Die können wir verkaufen. Naja, die Schleuder identifizieren natürlich noch. Ach, hier sind die Yeti-Pilze weniger wert. Aber ich denke. Je mehr wir verkaufen, desto weniger sind sie wert. Also. Ja. Zwei Stück können wir noch verkaufen. Jetzt haben wir genau 10 und haben auch das Geld. Es soll geschehen. Um die Rüstung anfertigen zu lassen. Jetzt müssen wir nur wieder auf die andere Seite. Nebenbei, wie viele hast du? Gar keine mehr, okay. Es soll geschehen. Von dir wollen wir nichts. Einverstanden. Wir wollen was von dir. Ja, der Yeti-Pelz. Ja, hört sich gut an. Das machen wir. Sehr schön. Ich werde zu Kola gehen und mit ihm darüber sprechen, eine Rüstung zu machen und sie zu verzaubern. Kommt in 3 Tagen oder so wieder. Nochmal, woran arbeitet ihr? Ah ja, lebt wohl. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier die Pilze verloren und sollen in 3 Tagen wiederkommen. Es soll geschehen. Also um zu merken, es ist der 4. Tag, die 21. Vorwärts. Stunde. Das heißt, 3 Tage wäre der 7., also am 8. Tag können wir zurückkehren. Ah, da fällt mir ein, ich wollte Pfeile kaufen. Gewiss. Pfeile, genau, da waren Pfeile. Hier. Können wir uns noch super leisten, die Pfeile. Dann kann sie nämlich den Kurzbogen plus 1 benutzen erstmal. Wir können dann bei nächster Gelegenheit ja, die beiden gewiss. Sachen identifizieren. Sofort. Also sobald wir gerastet haben. Das ist eine der wenig praktischen Sachen am Sorcerer, also am Hexenmeister, wie er auf Deutsch heißt. Aber wenn das ziemlich
also seit 3.5 ungefähr ziemlich verwirrend ist, weil da gibt es den Mage, den Sorcerer und den Warlock. Das sind auf Deutsch der Magier, der Hexenmeister und der Hexer. Wobei der Magier, der Zauberer und der Hexer wahrscheinlich besser gepasst hätten. So, ich hätte gerne Sofort. ein Zimmer, wo ich wieder als Händler. So. Dann identifizieren wir das Teil. Das ist der Schleuder plus 1. Ja, was auch mehr Schaden macht. Und das sind einfach nur Pfeile plus 1. Sagt was vorwärts. Gut. Es soll geschehen. Das heißt, wir können jetzt die Karte verlassen. Also wieder zurück ins Tal der Schatten gehen. Tag 5, 6. Stunde, also vor Tag 8 brauchen wir nicht zum Magier zurück. Ich denke aber mal, bis wir das Tal der Schatten fertig haben, wir werden dort ein oder zweimal rasten müssen, wie wir es ja schon getan haben. Und ja, ich werde mich jetzt Es soll etwas geschehen. zurückhalten, was das Zeug einsammeln angeht. So, okay, wir können da oben weiter, wir können in die Krypta rein und da weiter. Ich würde sagen, gehen wir erstmal da oben weiter. Bis jetzt bin ich mit der Truppe ganz zufrieden, aber wir sind ja noch am Anfang. Wie gesagt, das ist jetzt halt nicht meine Standardzusammenstellung. Die einzigen beiden, die ich wirklich als Standard immer drin habe, einfach weil ich gerne mich selber drin habe und Hagrim, einfach weil wir einen Zwerg in der Truppe brauchen. Sonst könnte ich meine Zwergenfreunde nämlich nicht begrüßen. So, machen wir mal einen Quick Save. In der Enhanced Edition, es gibt für den Quick Save nicht unbedingt einen Quick Wie kann Screen. ich helfen? Sofort! Okay, wir müssen normal weiterlaufen. Hi. Gut, hier ist noch eine Krypta, so wie es aussieht. Ja. Mal gucken, wer begrüßt uns da drin? Viele. Jawohl! Ich schlag dich im Stecker! Dein Befehl? Was ist los? Bereit zu neuen Taten? Ah. Ja, einverstanden. Okay, hi. Mit Vergnügen. Immer bereit. Sag, was du von mir willst. Wenn es dein Wunsch ist. Wie kann ich helfen? Nein, ich raus. Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Eine Schande, dass wir gewalttätig werden müssen. Was? In Ordnung. Dein Befehl. Mögen die Götter mich schützen! Ja? Ich sag den Stecker. Sag, was du von mir willst. Ach, als Paladin könnte ich auch schon Untote bannen. Finde ich interessant.
Wo steht's denn? Ja, Hand auflegen. Steht wahrscheinlich hier gar nicht.